Vielen Dank, Frau Kollegin Forenza. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Reinske. Danke, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Frau Kommissarin, lieber Herr Schmidt. Eigentlich könnte die Sache ja ganz einfach sein. Wir haben ein gemeinsames politisches Ziel, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, eine faire Repräsentation in Entscheidungspositionen. Wir haben Instrumente, die erwiesenermaßen funktionieren, diese verbindlichen Regeln, von denen Frau Regner gesprochen hat. Und alle würden profitieren, Männer, Frauen, die Wirtschaft, alle in unserer Gesellschaft. Politik könnte manchmal so einfach sein, aber einige Mitgliedstaaten in der Europäischen Union scheinen es immer noch nicht erkannt zu haben, und allen voran die deutsche Bundesregierung. Und deshalb, liebe deutsche Bundesregierung, die Kommission ist wirklich in allen Bereichen auf die Forderungen eingegangen. Dem Vorschlag, jetzt nicht mehr zuzustimmen, wäre nicht nur falsch, sondern einfach nur absurd. Frau Schwesig als deutsche Familienministerin, die diesen Vorschlag unterstützt, das Europäische Parlament steht hinter Ihnen, setzen Sie sich durch, damit der Vorschlag am nächsten Montag mit den Stimmen Deutschlands im Rat eine Mehrheit finden kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Reinske. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin James. My contribution to today's debate will utilise my experience as a former non-executive director of a UK stock exchange listed company, a venture capital trust, as a board chair and finally as a chair.